Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ihr habt mich wieder angeschrieben. Es gibt ein neues Pokémon-Update, sogar ein Spezial, ein Halloween-Special. Und das möchte ich euch kurz vorstellen. Bei dem Spezial habt ihr also die Möglichkeit, jetzt über den Zeitraum der Aktion doppelt so viele Bonbons zu sammeln. Und auch seltene Pokémons werden häufiger gefangen oder sind einfach mehr verfügbar. Und ich zeige euch jetzt wieder hier in dem Video, wie ihr das neue Update für euer Handy bekommen könnt, gerade wenn ihr ein S5 Mini habt oder ein Amazon Fire Handy oder auch das S3, das ist eigentlich wie gehabt. Als erstes führt euer Weg wieder in die Einstellungen und dann wieder in den Bereich Sicherheit und darauf müsst ihr achten. Der Haken für die unbekannten Quellen muss gesetzt sein. Ihr bekommt hier die Meldung, das kennt ihr vielleicht schon. Der eine oder andere, der meine älteren Videos verfolgt hat, das könnt ihr bestätigen. Ihr müsst euch halt eine sichere Quelle raussuchen, damit ihr euer Handy nicht schädigt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann suchen wir uns die aktuelle Update-Datei. Ja, wenn wir die unbekannten Quellen zugelassen haben, suchen wir uns die aktuelle Version über die Google-Suche von unserem Handy raus. Das ist die Version 043.4. Das suchen wir einmal. Ich lade das immer beim APK Mirror runter. Der Seite habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Und ja, suchen wir uns hier noch den Download-Button raus und dann laden wir das Ganze runter. So, Download startet. Das Ganze wird jetzt einen Augenblick dauern. Ich kürze das für euch ab und schalte wieder ein, wenn die Datei runtergeladen ist. Beziehungsweise hier kommt noch ganz kurz der Hinweis, dass man Schäden verursachen kann am Gerät, wenn man die Datei runterlädt. Das wissen wir ja, das hatten wir bei den unbekannten Quellen auch schon bestätigt. Aus dem Grund müssen wir das hier auch bestätigen. Und dann startet der Download und wie gesagt, das dauert einen kleinen Augenblick. Ihr seht es gleich, wie es weitergeht, wenn die Datei runtergeladen ist. Ja, die Datei ist jetzt fertig runtergeladen. Nun installieren wir das Ganze. Ihr braucht das Spiel nicht vorher löschen, um es neu zu installieren. Auch wenn ihr das Spiel noch nicht habt, braucht ihr nicht irgendwas anderes installieren. Ihr macht das einfach über die neue Versionsdatei hier. Das heißt, ihr braucht nichts anderes machen, außer diese Datei runterzuladen, egal ob ihr das Spiel schon habt oder nicht. Und könnt es darüber dann installieren. Wir öffnen das. Hier unten bestätigen wir kurz, dass wir es installieren. Und nun wird das Ganze auf unserem Handy installiert. Ja, nach einer guten Minute ist es dann fertig installiert, also habt ein bisschen Geduld. Ich habe das jetzt hier übers Video natürlich abgekürzt. Bei euch wird es nicht so schnell funktionieren. Nun können wir entweder fertig drücken, dann passiert nichts, oder wir drücken hier auf Öffnen und dann startet die neue Pokémon App oder das neue Spiel, die neue Version. Ich zeige euch kurz, dass es geht, wie gehabt, damit ihr auch seht, dass es funktioniert. Und das Spiel ist jetzt gestartet, beziehungsweise ich kann mich jetzt mit meinem Google-Konto anmelden. Ihr seht also, es läuft. Fehlermeldung, GPS-Signal. Klar, ich bin hier im Raum, habe auch kein GPS an, wie ihr sehen könnt. Deshalb die Fehlermeldung. Das Spiel funktioniert bei mir. Ich denke bei euch auch. Ich habe immer viele positive Rückmeldungen schon bekommen. Falls ihr Probleme habt mit dem Spiel, schreibt mich an. Vielleicht kann ich weiterhelfen. Ich habe auch noch ein anderes Video zu diesem Parsing-Fehler, der oft kommt. Das könnt ihr euch auch gern anschauen. Ich verlinke euch das hier auch nochmal. Vielleicht hilft es euch weiter. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Und wenn ja, gebt ihm einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.